Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Multibärmann. Wir sind heute endlich bei der 40. Folge und dem 15.10. Ich muss immer wieder mal das Datum gucken. Heute war Livestream, alle waren da. Wir haben heute mal eine Runde 2 gegen 2 gemacht. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Müssen wir wieder öfters 2 gegen 2 spielen. Also ich und Robot. Aber irgendwie komme ich schwer nicht dazu. So. Ja, Spiel ist da. Es sind irgendwie wenig Spieler online. Das liegt doch daran wahrscheinlich, dass irgendwelche Finals gerade sind. Und die meisten Livestream gucken. So. Wir spielen gegen Zerg. Das wird nicht einfach, aber wir versuchen es zu schaffen. So, good luck, Japan. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, wir spielen gegen Zerg. Ja, was soll ich sagen? Wir müssen zuerst eine Echse nehmen. Also zuerst Pylon, dann Gate, dann Echse, dann Gas, nee, dann Gas, dann Echse. Damit halt. Wir könnten auch Setup-Dinge spielen. Oh, ich tue es ein. Ist schon spät dran, wenn man geht, aber es ist nicht so weiter wild. Schon. So, wir gucken schnell, ob er einen Pool genommen hat. Wenn Pool. Ne, sehen wir jetzt erst. Gut. Dann können wir auch Echsen. Dann exen wir jetzt hier. Zack. Und Leute ins Gas und nehmen gleich noch den Kamm. So, Punkt ist noch unsere Wirkung. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Bauen. Gas und noch ein Pylon. Hinter dem Mineral Line. Ich brauch grad meinen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, eine dritte Haar hat er noch nicht. So ein bisschen nicht so geil finde. So, wir müssen uns langsam mal unten dicht machen, also das nächste. Oh oh. Also, wir brauchen Gate. Adepten. Ehre den Dalai Lama. Und der weiß überhaupt nicht, was wir machen. Und vielleicht haben wir was vergessen. Was? Ajur wird erneut unser sein. Ach, ich hasse die Map. Ohne Scheiß. Na, dann ist es halt so. Ach. Wo werden wir gebraucht? Unser. Warum? Ich. Also. Ich muss sagen, die Map ist echt beschissen bei Protoss. Dass die hier durchkommen, das nervt mich echt. Ventilstränge abgestimmt. Extrapoliere Stränge. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ach, natürlich. Pronobus verschwendet. Also ich glaube, das Spiel ist schon theoretisch hinüber. Ich bin hier. Teleportation erfolgreich.
Ihr seid auf mich angewiesen. Aber warum hat er nicht den Pylonen gebaut? Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Dies müsst ihr in eine Forschung abgeschlossen. Der Weg ist klar. Vertürmchen hat er schon. Ich verstehe. Na, Subtan. Die Sterne stehen gut. Ein Omen? Teleportation erfolgreich. Der Feind hat uns entdeckt. Sie brechen durch. Ich füge mich. Rohrfels online. Anan Porgal, die Himmel warten. Ja, das spiele ich denn nur, ey. Schon längst eine Dritte haben müssen. Gerade totalen Scheiß. Ich bin hier in den Schatten. Aber rasch. Teleportation erfolgreich. Siravec, Krayor. Ihr benötigt. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr benötigt. Zu wenig Gas. Ah, ich kann jetzt nicht mehr eine dritte nehmen. Charazul, du Tempari. Ich durchstreife die Erfolgreich. Wo verbirgt sich der Feind? In den Gas. Ja, das Spiel ist eigentlich schon links durch für mich. Ehre den Deiner. Ihr benötigt mehr Wespen. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Für die Ehre. Verstanden. Erneut dienen. Die Erstgeborenen werden. Sie brechen durch. Aber rasch. Die Himmel warten. Ich füge mich. Charazul, du Templari. Ich durchstreife die Gang. So. Ehre den Dalai. Ihr benötigt mehr Wespingas. Das Krone boosten wir jetzt noch und dann nochmal langsam an. Holen uns erstmal die ganzen Overlords noch. Ich kann ja nur noch Hydras bauen. Für die Ehre. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Verstanden. Die Erstgeborenen. Mist. Auch noch von Hauptflüssen. Warum geht eigentlich meine ganze Tastatur nicht mehr so richtig? Ehre den Deil. 4. So. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Oh. Ihr benötigt mehr Wespengas. Ihr benötigt erst unseren Feinde. Ehre den Deiner. Ach! Warum ging das jetzt wieder nicht richtig, ey? Wolfeld online. Aber rasch. Anan Pogal. Mineralienfeld erschöpft. Auf den Schwingen der Undara. Wo verbirgt sich der Feind?
Die Erstgeborenen werden obsiegen. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Sie haben weg. Den Dalai Lama. Ich sehe. Wo verbirgt sich der Feind? GG. Ja, keine Ahnung, habe ich auch nicht verstanden. Dass ich das noch gewinnen konnte, das hat mich jetzt gerade auch sehr verwirrt. Ja, er würde einfach sagen, er hat nicht genug Army gehabt. Wahrscheinlich auch keine Upgrades gehabt. So, aber ich muss euch leider sagen, dass es leider nur bei diesem einen Spiel bleibt, auch wenn das Spiel nicht ganz so gelaufen ist, wie ich mir das gehofft hatte. Aber wir sind wieder über 4000 MMR. Und der ist halt. Dafür, dass er drei Echsen hat. Naja, er hat sich halt von den Fliegern halt stressen lassen. Hat halt keine Roaches, nichts. Und das ist der Nachteil. Das ist eigentlich eine clevere Idee. Vielleicht sollte ich das öfters machen. Einen Flieger eröffnen und dann direkt auf Adepten Immortal gehen. Ja, die Boomlinge. Ja, die Boomlinge. Das hätte schon viel eher sein müssen. Also die Boomlinge hätte ich eigentlich weghaben können durch meine Vorfield. Aber irgendwie hat es meine Vorfield nicht gezündet. Ich weiß nicht warum. War seltsam. War sehr seltsam. Naja, egal. Da würde ich sagen, sehen wir uns bei morgen. Und ja, dann bis dahin. Tschüss, tschüss, euer Mutti-Bär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mutti-Bären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Und ich sage noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Mutti-Bär. Tschüss, tschüss.